Grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich möchte ein keiner mehr Apps über Akkumaschinen sagen. Also, ich bin ein Bosch-Fan. Ich habe da zum Beispiel 18 Volt, einen Schrauber, einen Flex, eine pneumatische Schluckbohrmaschine, wo man auch stemmen kann. Radio ist natürlich auch wichtig. Dann habe ich außerdem noch ein paar Maschinen. Da habe ich jetzt einen Schluckschrauber, da habe ich eh schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Und da habe ich den Fuchsschwanz, mit dem habe ich mit meinem Glaswollschneider die ganze Glaswoll hergeschnitten. Das Video könnt ihr euch auch anschauen. Das ist dann die linke, ist dann die da. Ist dann die Metall-Handkreissäge, mit der kann man Metallsteine, also so Blechprofile, so Industriebleche, sind da wunderbar zum Schneiden. Und das ist dann zum Holzschneiden, Handkreissäge für Holz. Da habe ich auch noch die richtigen Führungsschienen dazu, von Bosch. Also es bringt Vorteile, wenn man immer ein System durchzieht. Auch wenn es einmal bessere Maschinen gibt von anderen Herstellern, aber man soll oben bei einem System bleiben. Ich kann dann die Führungsschiene, die Metallkreissäge, haben wir dann eine spezielle Halterung, weil die hat keine Halterung für die Führungsschiene. Da haben wir selber was gebaut. Jetzt kann ich da auch die Führungsschienen hernehmen. Ist super. Und mir überzeugen die Bosch-Maschinen schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, im Prinzip ist es wurscht. Wenn ihr ein Markengerät kauft, Milwaukee, Makita und zig Namen, wo es da noch gibt, die haben halt alle gehört. Bohren haben spezielle Funktionen, die wo ich da eine besser brauchen kann und da eine nicht. Aber wichtig ist, es müsst ihr von Anfang an für ein System entscheiden. Ich habe mich damals für Bosch entschieden. Das waren meine mit den pneumatischen Schluckbohrmaschinen. Die haben wir als erstes ein wenig gehört. Und wenn du dich einmal entschieden hast, dann musst du auch dabei bleiben und nicht dann mal ein Bosch oder mal ein Makita und sonst etwas. Weil der große Vorteil an den ganzen Akkumaschinen ist, du kannst den Akku immer für jede Maschine hernehmen. Und von der Qualität her sind die Markengeräte alle gut. Da gibt es keine schlechte Maschine mehr. Die haben halt alle gut. Gut, das Einzige, was man sagen kann, bei uns haben die mehreren ein Makita Radio. Der ist besser wie der Bosch. Das gebe ich zu. Und das ist dann vielleicht sogar entscheidend, weil du hast ein Makita, nächstes ein Makita-Radio, dann kaufst du die Maschinen, noch ein Radio nachher. Ist zwar jetzt nicht ideal, aber es wird öfter so gemacht. Aber wie gesagt, das ist wurscht. Sollte einer auf ein billiges System einsteigen, dann muss er sich auch überlegen, weil es nützt ihm nichts, wenn er einmal ein paar Maschinen von Aldi, dann die nächste drum von Lidl, und dann kauft er in der Norma noch mehr Epsen. Da kann er es nicht wechseln. Da hat er zwar einen Haufen Maschinen daheim, kann es aber gar nicht ausnutzen, weil wenn er es braucht, dann ist der Akku leer. So nehme ich einfach den nächsten Akku, stecke ihn an und kann weiterarbeiten. Das ist einfach der große Vorteil. Und man muss ja mal für eine Voltzahl entscheiden. Also bei uns ist jetzt dann eigentlich das gängige 18 Volt. Fast jede Maschine von jedem Hersteller fährt mit 18 Volt. Die haben die Leistung, sind noch handlich. Für spezielle Sachen, wie zum Beispiel damals zu dem Zeitpunkt, hat die 12 Volt Maschine in Bosch nicht gehört. Bin ich auf Makita umgestiegen. Makita sage ich, Milwaukee umgestiegen. Kommt von dem Radio nicht mehr weg. die haben auch super. Weil, wie gesagt, die Profimaschinen sind alle gut.
Aber ich wollte damals so einen 12 Volt, wo man hinstellen kann, der wo er steht. Jetzt habe ich mich dann für die entschieden, weil das sowieso ein ganz andere Volt wieder sind. Da kann man wieder einen ganz neuen Hersteller nehmen. Weil ich kann sowieso da nicht den 18 Volt rein tun. Und ich wollte da eine kleine handliche Maschine, jetzt habe ich die 12 Volt genommen. Schau, jetzt läuft da. Da brennt schon wieder. Das hat einen Bewegungsmelder. Ich habe mich jetzt anscheinend zwang bewegt. Und ist auch praktisch. Du gehst in die Werkstatt rein, schaltest du sofort das Licht ein, in die ganzen Räume. Wenn du reingehst, schaltest du das Licht ein, gehst wieder raus, schaltest du sie an. Super praktisch. Sonst brennt dann das Licht irgendwann stundenlang. Und so schaltest du sie wieder an, trittst ein, brennt sofort. Ja, aber nochmal zurück. Drum kann man sich, wenn man auf ein anderes Holzsystem geht, kann man sich wieder vom Hersteller trennen und einen neuen Hersteller nehmen. Aber ansonsten sollte man immer bei einem Hersteller bleiben, dass man einfach die Akku wechseln kann. Das ist eigentlich der Hauptvorteil. Ja, genau, bei den billigen Sachen haben wir noch gewesen. Es gibt da einen guten Hersteller, der wo, sage ich mal, Heimwerkerbedarf vielleicht auch andeckert hat, das war ein Einhell. Der hat voll verschiedene Akkumaschinen. Ob man die alle braucht, soll einmal da hingestellt sein, aber er hat halt voll Akkumaschinen, die wo dann immer mit denselben Akku laufen und sind auch nicht so schlecht. Kommen zwar natürlich nicht an die Profimaschinen hin. Na? Ja, jetzt mag ich nicht mehr. Aber wie gesagt, sind auch nicht schlecht. Für einen Heimwerker kann er ohne weiteres auch sicher eine Maschine hernehmen. Weil die haben einen Hauptvorteil, einhellen. Sie haben wirklich viele Maschinen, wo du dann die Akku untereinander tauschen kannst. Ja, und was ich eigentlich noch sagen wollte, also ich will von keinem Hersteller oder Firma gesponsert. Das, was ich eigentlich erzähle, ist meine neutrale Anschauung. So finde ich das. Ich werde von keinem beeinflusst. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Weil das sagt eigentlich sonst keiner. Das sagt eigentlich nur der Spengler Franz.